Hallihallo und Servus und herzlich willkommen zu meinem Unpacking-Video Nummer 3. Tja, ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, dann hat auch jemand mein Handy umgesprochen und hat gesagt, Aufnahme nicht möglich. Deswegen mache ich das Ganze nochmal, warum auch nicht. Mein zweites Paket ist eingetroffen und ausgepackt ist es jetzt leider schon und deswegen gehen wir gleich zum Produkt über, nämlich zu dem guten Ding hier. So, Razer Blick Widow Ultimate 2013. Ich habe mir diese schöne mechanische Tastatur gekauft. Und zwar ging es darum, ich wollte einfach mal das ausprobieren, wie so eine mechanische Tastatur arbeitet, wie sich das anfühlt und alles. Und das halt mal ausprobieren. Ich wollte halt mal eine Tastatur haben, die länger hält als so eine normale Tastatur. Weil irgendwann nach 2 Jahren gibt es halt mal den Geist auf. Und deswegen habe ich mir so eine geholt, weil die haben eine Lebensdauer von bis zu 8 Jahren. Und ja. Ja, was ist so der Unterschied? Eine mechanische Tastatur ist halt, hat halt eine andere Federung. Soll heißen, andere Tastertypen. Da hat jede Taste eine eigene Federung. Und da gibt es dann noch Unterschiede zwischen den Tastertypen. Da gibt es immer die Cherry MX Black. Die sind halt für so normal gut für Ego-Shooter. Sie haben halt kein Klicken, müssen aber komplett, müssen komplett runtergedrückt werden. Und ja, dann gibt es die Cherry MB Brown. Das sind halt Taster, die, wo der Umschaltpunkt halt spürbar ist. Das nennt sich dann taktil. Genau. Ist halt gut für Arcade Racer und hat einen leicht überwindbaren Pressdruck. Und was halt die Tastatur hat, hat halt die MX Blue Switches. Die sind halt deutlich spürbar und hörbar. Haben eine hohe Lautstärke, da muss man sich dann erstmal gewöhnen, das soll man dann auch gleich mal ein bisschen austesten. Und ja, ich wollte mir eine mechanische Tastatur kaufen und da hatte ich halt 3 zur Auswahl mir gegeben. Immer die SteelSeries G6G V2. Die ist vom Preis her auf jeden Fall die billigste gewesen. Sah auch gut aus, gut verarbeitet. Das Problem war halt nur, ich wollte mir, wenn ich schon so eine Mechanik-Tastatur haben will und die über längere Zeit halten soll, dann soll sie auch Makro-Tasten und Mediatasten haben. Und das halt die Black Widow. Und hat halt die Series nicht, die SteelSeries rum. Und dann halt noch die Logitech G710 Plus. Die hat im Prinzip genau das gleiche, die gleiche Ausstattung wie die Black Widow. Nur bei der ist sogar das besser, dass dort so eine kleine Plastik-O-Ringe sind unter den Tastern, was nochmal die Lautstärke dämpft. Das Problem halt nur, bei der Tastatur ist, dass ich verstehe nicht, warum man das überhaupt macht, dass da mit Klavierlack gearbeitet wird. Das schmiert rum, lässt sich total beschissen sauber machen und ja, das war eigentlich der Punkt, wo ich sagen musste, nee, danke. Ich verstehe halt nicht, warum man Klavierlack halt bei der Tastatur benutzt. Ja, genau, das dazu. Dann ein paar Begriffe zu den mechanischen Tasten, das könnt ihr dann auch nochmal bei Toms Hardware nachlesen. Das werde ich dann nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Das ist ein richtig guter Artikel, dort wo alles, da ist alles aufgeschrieben worden. Was ist der Unterschied zur normalen Tastatur? Welche Begriffe? Ja, zum Beispiel Anti-Ghosting und es gibt noch Encro, also N-Key-Rollover oder Unterschied zwischen USB und PS2. Ja, das könnt ihr dort nochmal nachlesen, weil die Tastatur wirkt mich zum Beispiel mit diesem Anti-Ghosting. Und na, 10-Key-Rollover, also ein 10-Cro sozusagen, heißt, dass man 10 Tasten, bis zu 10 Tasten drücken kann, gleichzeitig drücken kann und dass alle Befehle durchgehen. Was meinst du, dass da nicht Befehle halt verloren gehen, dass diese alle verarbeitet werden. Ja, das dazu, aber ich würde erstmal sagen, packen wir erstmal das gute Ding aus. Mal schauen, ja. Ach, das war ja klar. Ja, ich habe mir heute keine
Schere zur Hand, deswegen nehme ich mal einen Zirkel, warum auch nicht. Hier, vorsichtig. Das aufmachen. Nummer 1. Das reicht eigentlich schon zu. Zum Preis. Zum Preis, ja. Die ist etwas teurer, die Tastatur. Die hat 130 gekostet. Mechanische Tastaturen gehen so ab 80, 90 Euro los. Und da ist das für den Preis eigentlich ganz gut, dass da Beleuchtung mit dabei ist, Makrotasten, hier die Medientasten. Und ich sag mal so, das ist eine Investition für 8 Jahre und da ist mal 120 Euro für eine Tastatur, die 8, 9 Jahre hält. Das ist eigentlich ziemlich gut. Finde ich zumindest. Und ich weiß, bei Razer zahlt man manchmal auch für den Namen mit, aber ich habe mit Razer bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel mein 7.1 Headset, das, wie hieß es denn? Mit M. Ah, mir fällt es gerade nicht ein. Mein 7.1 Headset war halt von Razer gewesen, das war 1A. Das habe ich dann durch das G35 ersetzt. Dann habe ich als Kopfhörer, nämlich auch für die Let's Play Aufnahmen für die Konsole, habe ich meine Kopfhörer, die Razer Kopfhörer gemacht. Die könnte ich im Prinzip mal schnell zeigen. Die guten Dinger hier sehen stylisch aus in grün und hauen sich super an. Genau, das dazu. Dann habe ich noch meine zwei Mäuse von, also meine erste Maus war eine Razer Maus, das war die Diamondback, die war 1A. Dann habe ich mir die Legisys geholt, die war auch super, die ich halt bis gestern noch benutzt habe. Das ist jetzt eine D-Series Sensor im Einsatz. So. Jetzt das gute Ding mal rausholen irgendwie. Was ist das? Das ist nur das Plastik. War nicht so einfach. Das gute Ding auf. Oh ja, schönste. Das wird echt Spaß. Ich muss das hier eigentlich jetzt nur rauskriegen. Ach hier. So. Da haben wir einmal die Tastatur. Was haben wir noch drin? Wird eigentlich nicht so da drin sein. Oder? Nö. Was jetzt noch drin ist, ach, jetzt geht auch wieder rein. So. Ist das gute Ding hier. So standardmäßig drin, da hat man immer, immer so eine Congratulation Letter. Das ist super Hardware bekommen. Dann haben wir. Genau. Das mache ich dann extra Video noch dazu zu Synapsis 2.0. Das ist nämlich das Programm zu die Tastatur. Das mache ich dann noch ein extra Video für. Das muss ich dann am PC machen. Quick Starter Guide ist mit dabei. Was haben wir noch? Einen sogenannten Master Guide. Wo halt, was ist da drin? Werden halt die Makros erklärt und ja, ist nicht so interessant. Und halt standardtypisch die Razer-Aufkleber. Ja.
Aber das ist ja erstmal nebensächlich. Am wichtigsten ist erstmal die Hardware. Hier noch zumachen. Wie das Ganze dann aussieht im Betrieb, mache ich noch ein Foto heute. Stelle ich dann auf meiner Facebook-Seite rein. Und das Unpacking-Video wird es dann morgen geben. Also am Sonntag. So, hier haben wir die Tastatur. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Hier hat man die Makro-Tasten. Hier hat man die Medientasten mit drin. Das ist hier, damit das hier nicht verwischt, ist das halt, sag schon, eingelasert worden. Damit das dann auch hält. Also ist nicht aufgedruckt worden. Genau, dann kann man halt noch so ein, wo haben wir das? Man kann mit der F1-Taste und dann, ich glaube mit der F10-Taste war es, kann man den sogenannten Gaming-Mode einrichten. Da funktioniert dann halt so eine Tastenkombination wie die Windows-Taste oder die Alt-Tab-Tasten nicht mehr, damit man nicht zufällig mal im Spiel halt draufkommt und aus Versehen rauskommt, rausgeht aus dem Spiel. Ja, die Tastatur ist 1,5 Kilo schwer, also ordentlich. Dann haben wir hier ein ziemlich starres, also das Kabel ist ziemlich starr. Ich kann das mal hier rausholen. Ach, ich hasse das mit Verklebungen. Wozu hat man diese scheiß schwarzen Teile, die man rummachen kann? Ja. Haben wir gleich. Jetzt haben wir es doch. So. Das Ding mal rausholen. Und zwar haben wir hier. Zweimal USB. Und zwei Klinke. Einmal für. Ich glaube für Headphones. Genau, das ist für die, an der Tastatur kann man nämlich das Headset anschließen. Müsste ich nur sehen, hier haben wir es. Oh, nochmal rumkriegen hier. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Hier. Da kann man immer mit Klinke halt den Headset anschließen und man kann USB anschließen. Was jetzt auch nicht so vom Vorteil ist, ich weiß gar nicht, was ich da drin ist. Dann kann man das gute Ding auch mal. Stellen. So. Ja, ziemlich starres Kabel, wie gesagt. Hier sieht man es immer mal ein bisschen. So, ja. Und wie man es ja schon vorher zeigen könnte. Oh ja. Daran muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Das ist wirklich ganz schön laut. Aber dadurch, dass ich halt meiste Zeit, wenn ich spiele, Headset habe. Ich hoffe, das hat man dann bei der Aufnahme nicht, ey. Das wäre dann. Eieiei. Ja. Wie gesagt, dort sind die MX Blue Switches drin. Wie gesagt, ich hätte mir gerne nur die Stealth-Variante geholt. Dort sind nämlich Brown Switches drin, die leiser sind, die auch fast die gleichen Eigenschaften haben, aber leider kann man die nur über. Die Razer-Seite bestellen oder kostet die nochmal 10 Euro mehr, also 140 Euro und irgendwie ist die auch nicht bestellbar, keine Ahnung. Deswegen das dazu. Ich kann nochmal kurz in die Anleitung gucken, vielleicht ist ja das dort nochmal beschrieben mit dem Gaming-Mode. Alles wie sich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Gaming Mode ist die. Ja, war richtig. Also F10 ist der Gaming Mode. Wenn man die F1-Taste dazu drückt. Media Keys, halt B, halt F1 bis. Quatsch, F5, F6, F7. A sind die Volume Control Keys. Das kann ich auch mal ein bisschen zeigen. Also, nochmal. Ja. Hier, der Block sind die Volume Control. Hier hat man die Media-Tasten, halt Wiedergabe, Pause, vor und zurück.
Dann C ist der On-the-Fly-Macro-Record-Key. Der hört sich ja gut an. Kann man wahrscheinlich dann die Makros aufnehmen. F10, wie gesagt, der Gaming-Mode. LED-Control-Keys. Damit kann man halt die Intensität von den von der na, Beleuchtung halt einstellen. Mit F haben wir. Wo ist das? Sleep-Mode-Key. Oh, nicht schlecht. G haben wir die LED-Indicate. Oh, die sieht man. Okay. Haha. Soll man die hier sehen dann? Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Ja, die gibt es nämlich da oben gar nicht. Da oben sollten eigentlich LEDs sein. Oder sieht man die jetzt nicht? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber da ist schwarz. Scheiß, die waren dann. Hier sollen eigentlich, ich kann mal rüberrücken, LEDs sein, die halt die Intensität anzeigen. Ja. Vielleicht sehe ich es jetzt auch ganz schlecht. Vielleicht wird das dann sichtbar noch. Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe da gar nichts. Egal. H sind die Makrotasten. Makrotasten. Was haben wir noch? Ah, genau, IJ ist halt Audio-Out-Jack und Mikrofon-In-Jack und K USB-Passwort-Port, die andere Seite. Kann ich hier nochmal zeigen. Hoppala, nicht kaputt machen. Hier. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. So, das dazu. Ist noch irgendwas Interessantes, was ich wissen sollte? Genau. Diese ganzen oberen Tasten, wo halt ein extra Symbol drauf ist, dazu muss man immer die F1-Taste gedrückt halten, um halt das zu aktivieren. Man kann sogar Profile erstellen und diese kann man dann switchen, indem man F1 drückt und dann halt von 1 bis 9 durchklickt. On the fly Macro Recording, genau. Dazu muss man F1 und die F9-Taste halt drücken und dann kann man sich halt, danach muss man halt eine Kastenkombination eingeben und das speichert er dann und ja. Gaming Mode, wie gesagt, macht halt die Dings aus, die Windows-Taste und Alt-Tab oder Alt-F4. Und ja. Wie gesagt, zur Software mache ich dann nochmal ein extra Video. So ein bisschen Überblick geben. Weil. Mit dem schönen Programm kann man dann nämlich, oder kann man dann nämlich jede Taste auf der Tastatur neu programmieren. Das heißt, man hat im Prinzip 105, ich glaube 105 waren es, 105 programmierbare Tasten. Und das ist schon ganz schön gewaltig. Und dann kann man auch zwischen Profilen switchen. Also im Prinzip kann man sich die Tastatur machen, wie man will. Ja. Ja, was muss man dazu machen? Achso, einfach nur auf die Seite gehen. Da kann man sich dann, also razorsound.com/Synapse2. Dort kann man sich dann das Programm runterladen. Und das wäre es eigentlich. Das wäre es eigentlich zu dieser Tastatur. Ja, wie gesagt, ich mache da nochmal ein Bild von der guten, wie sie halt in Aktion aussieht. Und ja, das dazu. Wir sehen uns dann morgen wieder beim was kommt morgen? Morgen ist Let's Play Rune Factory Oceans. Gibt's morgen Neues, heute Dark Souls Part 2 und wie gesagt morgen dann das Unpacking-Video. Also im Prinzip heute, wenn ihr das dann seht, heute, Sonntag gibt's das Unpacking-Video. Ich habe das jetzt Samstag aufgenommen, zum Verständnis nochmal. Noch irgendwas? Tja, nee, mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Das zum Unpacking-Video. Also ich finde ich die Tastatur richtig cool. Und mal schauen, wie sie in Aktion ist. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.